Morgen wird der Durchbruch gemacht. Heute war mein Geburtstag. Es ist immer noch mein Geburtstag. Frohes neues Jahr! Das ist das erste Video, was ich dieses Jahr drehe. Es ist der 9. Januar. Heute war mein Geburtstag. Es ist immer noch mein Geburtstag. Wir haben von morgens bis um 18 Uhr gefeiert. Dann haben wir die Gäste rausgeschmissen und gesagt, entweder ihr geht jetzt oder ihr müsst mit abkleben und umräumen. Und eben war hier noch schön die Tafel gedeckt und wir haben gespeist und geschlemmt und gefeiert. Und jetzt sieht es hier so aus. Alles ist leer. Der Esstisch ist weg. Wer das Esszimmer, die Roomtour gesehen hat, der ja, wird vielleicht wissen, wie es hier vorher aussah. Da, diese Wand wird jetzt morgen eingerissen. Und zwar hier unten, das Stück. Ja, morgen früh um 8 geht es dann los. Oh mein Gott, wir haben jetzt alle Möbel hier hinten hingestellt. Und das werde ich gleich alles mit Folie überdecken. Dann wird hier so eine Schmutzschleuse, habe ich besorgt. Da werden wir bei einem der Türen so eine Schmutzschleuse anbringen, dass wir hoffentlich einigermaßen staubfrei dann in den anderen Räumen bleiben. Und morgen geht's endlich los. Der große Durchbruch. Am nächsten Morgen ging es Schlag auf Schlag. Endlich mein großer Durchbruch. Sie macht gerade Pause. Und erst in ihrer Frühstückspause kam ich dazu, zu filmen. Ja, und so sah der Schlamassel dann aus. Katerchen musste das Ganze natürlich gleich mal inspizieren. Ich stehe vor dem verhüllten Buffetschrank, den ihr vielleicht kennt. Und auf der anderen Seite sieht es jetzt so aus. Tada! Krass! Es ist der 12. Januar. Der Durchbruch ist gemacht. Heute war der Elektriker da und ich zeige euch jetzt mal, was sich alles getan hat. So sieht das Ganze jetzt aus. Sie haben das gespachtelt und wollten das 2 Tage trocknen lassen. Wie man auch hier sieht, ist das ganz gut, weil das dann nochmal reißen kann. Und das wird dann nochmal, die Feinverspachtelung kommt dann morgen. Dieser Mittelpfeiler steht im Moment noch, der ist dann aber, wenn das alles fertig ist, nicht mehr nötig. Und dann war der Elektriker heute da und hat hier unten, wie man sieht, hier wurde was mit Kabeln gemacht, da. Das sind nämlich die Anschlüsse, die einmal für die Steckdose waren. Hier unten war eine Steckdose und hier oben war ja ein Rollladenkasten. Und den Strom hat er jetzt gezogen, beziehungsweise benutzen wir dafür, um hier auf der anderen Seite einmal eine Steckdose zu haben. Dann kommt hier ein Lichtschalter hin und das in den Estrich reinschlitzen müssen. Es muss ja die Fußbodenheizung, die muss ja irgendwo angeschlossen werden. Und dafür brauchen wir auch noch Strom. Die Fußbodenheizung wird am Samstag verklebt, heute ist Mittwoch, und am darauffolgenden Dienstag werden die Fliesen schon gelegt. Ja, die Lampe bisher hing ja über unserem Esstisch und ich habe vor, dass sie auch hier wieder im Esstisch hängt, aber vielleicht nicht in dieser quadratischen Aufhängung, sondern vielleicht hänge ich sie so längs. Dazu habe ich auch schon eine ganz besondere Idee, dazu dann ein andermal mehr. Wer mich kennt, weiß, Lampen ist ja ein spezielles Thema für mich. Ja, und dann können wir mit den Arbeiten beginnen, dass wir hier diese Wand noch verputzen. Beziehungsweise verputzt wird es, aber wir wollen diesen Rauputz, dass man den nicht sieht. Das finde ich für innen, ist jetzt nicht so mein Geschmack, kann man auch machen. Aber da wollen wir so eine Holzverschalung bauen, stecken, zusägen, wie auch immer. Dann wurde diese Vitrine, diese Lüftungsvitrine angeschlossen. Ja, sodass die jetzt läuft. Und hier kommt dann noch eine Steckdose hier vorne in die Mitte. Das sind die Neuigkeiten. Und dann natürlich kommt die Frage auch, wie richte ich das Ganze ein? Das sind ja die spannenden Fragen. Ich habe natürlich schon viele Ideen. Ich werde dazu ein extra Video machen mit Skizzen, Moodboards und was ich alles schon angefertigt habe. Immer Ideen, die ich da reinschmeiße, wie das alles dann mal aussehen soll. Wir haben aber bewusst noch Möbel, die wir neu dazu kaufen müssen. Es sind gar nicht viele. Noch nicht gekauft, weil jetzt, wo der Durchbruch gemacht ist und wenn der ganze Dreck weg ist, möchte ich den Esstisch einmal in den Wintergarten stellen
und einmal wieder zurück hier. Und unsere jetzige Couch kann man zerteilen da rein, um mir sicher zu sein, dass wirklich das Esszimmer in den Wintergarten kommt und nicht vielleicht auch das Wohnzimmer. Also diese Fragen sind noch teilweise offen und ich nehme euch dann die nächsten Tage wieder mit und halte euch auf dem Laufenden. Es ist Freitag, der 14. Januar. Die Arbeiten erstmal sind für diese Woche abgeschlossen. Es ist wahnsinnig viel passiert diese Woche. Sie haben jetzt grob sauber gemacht. Wir werden jetzt ein bisschen noch genauer sauber machen. Geputzt, aufgeräumt, die Folie ist ab. Es trägt trotzdem noch Schmutz die ganze Zeit in mir, aber unser erstes gemeinsames Möbelstück von meinem Mann und mir, das haben wir jetzt kurz mal hier hingestellt. Und das ist ein denkwürdiger Moment, dass jetzt endlich mal ein Möbelstück hier drin steht. Und wir werden jetzt noch ein bisschen zurückbauen, erstmal provisorisch, dass wir die nächsten Tage hier, bis Fliesen gelegt werden, ja, hier eben uns aufhalten können. Und ich glaube, dieser Stuhl kommt dann mal in diese Ecke. Mal schauen. Montag, der 17. Januar, kurzes Update. Am Samstag war der Fliesenleger da und hat mit meinem Mann zusammen die Fußbodenheizung verklebt. Und das sieht jetzt so aus. Und hier liegen auch schon die Fliesen. Es ist jetzt dunkel, man sieht es jetzt nicht so gut. Und am Mittwoch, also morgen, macht er den Bodenausgleich, so eine ganz dünne Masse, die jetzt hier drüber gegossen wird, und am Mittwoch verlegt er die Fliesen. Ich glaube, dann noch mal einen Tag später wird verfugt, also spätestens am Wochenende können wir hier rein. Juhu! Dienstag, der 18. November, und der Bodenausgleich wurde gemacht. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und das ist wohl so eine Masse, die schnell trocknet. Wir mussten heute den ganzen Tag nur aufpassen, dass die Katzen nicht reingehen und sich mit ihren kleinen Pfötchen hier verewigen im Boden. Morgen werden die Fliesen gelegt und auf der anderen Seite sieht es jetzt so aus. Am ersten Tag hat er tatsächlich fast die Hälfte des Wintergartens geschafft zu verlegen. Und am nächsten Tag, natürlich sind die Katzen auch immer neugierig dabei, was sich hier in ihrem Revier verändert. Ja, hier kann man es schon ganz gut erkennen. Was er noch nicht geschafft hatte, waren die Ecken hinten an den Lüftergittern. Und dann musste das Ganze natürlich noch verfugt werden. Und leider, wie man hier sieht, hatten wir dann eine kleine Patientin. Unsere Madame Mim hatte leider einen Unfall. Es war wahrscheinlich nur ein Fahrradunfall, denn sie ist sehr klein und zierlich. Und wir waren natürlich sofort beim Tierarzt und mittlerweile geht es ihr wieder sehr gut. Es ist ja auch schon ein Jahr vergangen, aber hier ging es Humpelinchen leider nicht so gut. Es ist der 5. Februar, Samstag. Ich war gerade im Baumarkt mit meinem lieben Schwiegerpapa und wir wollten die Paneele kaufen. Und zwar für diese Stelle hier. Wir wollen ja diese Rauputzseite mit Paneelen verkleiden. Und den Baumarkt, der uns empfohlen wurde, der eine riesige Auswahl hätte, waren keine. Keine einzige. Die ganzen Regale, ein ganzer Gang war leer. Und da haben wir nachgefragt, sie bauen gerade um. Deswegen haben sie keine. Jetzt fange ich mal mit der Unterkonstruktion an und dafür habe ich mir jetzt ein paar Leisten zugesägt. Die werde ich jetzt waagrecht ungefähr so einen 40 cm Abstand anbringen mit Montagekleber. Haben wir gedacht, machen wir das einfach.
Und dann kann das erstmal in Ruhe trocknen und gucken Anfang nächster Woche, dass ich dann das andere besorge. Denn wir wollen, dass das Paneel hochkant dann verlegt wird. Und deswegen muss man die Unterkonstruktion ja orthogonal, also in diesem Fall waagrecht dazu anbringen. Mal schauen, wie weit ich da jetzt komme. Zusätzlich zum Montagekleber haben wir diese Leisten aber doch noch mit Schrauben und Dübeln in der Wand fixiert. Und sieht dieser Boden nicht total schön aus? Ich habe leider keine andere Nachheraufnahme gemacht. Aber hier zeige ich euch jetzt mal das erste Ergebnis vom Wintergarten. Ich finde, es ist so schön geworden. Die Arbeit des Fliesenlegers, auch die Fliesenauswahl. Wir sind sehr zufrieden damit und haben erst einmal die Möbel reingestellt, die wir fürs Esszimmer hatten. Den Esstisch und die Stühle. Da hat sich natürlich mittlerweile schon etwas verändert. Das Bänkchen, das ich selber bezogen habe, hat zumindest im Moment seinen Platz hier gefunden. Die Lampe haben wir provisorisch aufgehängt. Nichts hält länger als ein Provisorium. Aber all diese schönen Details, die Wandverschalung von dieser ehemaligen Außenwand, Vorhänge, wir brauchen noch eine Beschattung. Es gibt mittlerweile neue Stühle. All diese Dinge kamen dann erst nach und nach. Und das und vieles mehr zeige ich euch dann im nächsten und letzten Teil unseres Projekts Wintergarten. Zu diesem Zeitpunkt, Frühjahr 2022, musste ich dann erstmal beruflich eine Zeit lang weg. Das war die erste Trennung von der kleinen Maus. Und nächstes Mal seht ihr, wie es dann danach weitergegangen ist. Bis dahin bleibt gesund und kreativ. Euer Klötzchen.